Vielen Dank für die Einladung. Kurzfristig, aber mich interessiert das Thema sehr persönlich. Ich war auch immer damit verbunden und ich hoffe, ich kann als Ersatz für den Herrn Dr. Schmalstieg dienen und die Sache einigermaßen gut machen. Ich habe den Titel leicht umformuliert, Lernen durch Magie, ein bisschen provokant. Ich glaube, wir wissen, es funktioniert nicht. Aber ich möchte gerne ein bisschen darauf eingehen, was vielleicht geht und wo die Probleme sind in dem Feld. Bin eh schon vorgestellt worden. Ich arbeite zurzeit in einem kleinen Startup in Hallein in Salzburg. War vorher am Ars Electronica tätig und dann eben an der Fachhochschule, auch im Forschungsbereich, immer mit interaktiven Medien, Augmented Reality, Virtual Reality, aber auch immer im Bildungssektor unterwegs und jetzt mit meiner Firma auch immer viel mehr noch. Wird das Ganze für mich angefangen? Wie ich jung war, war mein Bildungsweg am Wochenende der, dass der ORF dort keine Comics hatte, sondern alte Filme wiederholte. Unter anderem Peter Alexander, Dean Martin oder eben wie in diesem Falle von Fred Astaire. Und was ich Ihnen zeigen will ist, vielleicht kennen einige den Film, also Fred Astaire, der Film ist Royal Wedding, tanzt hier herum durch die Gegend und plötzlich passiert aber so etwas Magisches. Ich konnte mir das als Kind nicht erklären, wie das funktionieren soll. Man muss ja auch bedenken, wann dieser Film gemacht wurde und das war deutlich vor irgendeiner Special-Effect-Zeit, beziehungsweise Star Wars natürlich, gewisse Dinge wurden schon gemacht, aber für mich war das einfach, ich verstehe es nicht, wie das funktioniert, aber ich wollte es verstehen. Und natürlich habe ich dann als Kind viel gerätselt. Weiß vielleicht wer, wie es funktioniert? Ja, ein paar Leute wissen es natürlich. Im Endeffekt haben die wirklich einen kompletten Raum gebaut und den Raum gedreht. Der Lampenluster so, dass er natürlich dann steif bleibt, dass er, wenn er dann gedreht ist, nach oben auch steht. Und die Kamera wurde mitgedreht. Das heißt, man bekommt nachher diesen schönen Effekt. Also an und für sich ein analoger Trick, aber sehr magisch. Natürlich, wenn man die Realität jetzt kennt, wie es gemacht wurde, dann wird es auch wieder ein bisschen langweilig vielleicht. Also dann hat sich diese Magie auch wieder etwas erloschen. Dann muss man auch sagen, die Realität ist halt etwas, das ist nicht immer lustig. Ja? Und die Realität ist halt auch manchmal gefährlich. Und deswegen, die Realität ist ein wirklich schlechtes Computerspiel, das wissen alle. Und deswegen haben wir schon seit Frühzeiten eigentlich Auswege aus dieser Realität gesucht. In den Höhlen, wo man nicht hinaus konnte, weil es draußen regnete, weil der Säbelzahntiger herumging, beziehungsweise nur die starken Jäger tagelang weg waren, sind die Schwachen und nicht nur die Schwachen, aber kranke, schwache Frauen, also ist eine Theorie zumindest, zurückgeblieben am Feuer und haben nicht gewusst, was sie tun sollen, beziehungsweise Kreativität ist entstanden. Sie mussten sich ja auch selbst unterhalten, Mythen schaffen und es wurde dann an die Wände gemalt und man konnte sich lange Zeit nicht erklären, warum mehrmals also diese Posen von Tieren gezeichnet wurden. Also da waren einfach in den Höhlen Pferde mit mehreren Schwänzen. Und neue Theorien, die mir zumindest plausibel erscheinen, sagen, dass es eine Form von frühen Steinzeitkino war. Das heißt, man muss sich das ja vorstellen, in dieser Höhle war es dunkel, das Feuer flackerte und durch die Flackerbewegung sind verschiedene Teile dieser Bilder beleuchtet worden und dadurch nachher in Animation gekommen, beziehungsweise hat die Fantasie und der Kopf die Restleistung der Animation noch gemacht. Also es war auf alle Fälle ein mystischer Anblick, deswegen sind auch viele Leute dorthin gekommen, das weiß man ja auch nach den Funden. Also kann man sagen, 10.000 Jahre vor Edison und die Brüder Lumière hat es auch schon Kino gegeben. Also wir nehmen es zumindest an. Was aber klar ist, ist, dass wir immer schon das Bedürfnis hatten, aus unserer Realität auszubrechen und diese zu erweitern. Platos Höhlengleichnis muss ich, glaube ich, hier nicht unbedingt erklären, trifft aber in dem Zusammenhang natürlich auch schön zu.
weil es auch ein Text ist, wo es um das Verständnis von Realität geht. Die Sklaven, die hier angebunden werden, ihr ganzes Leben lang und nur eine Projektion der richtigen Welt sehen, nehmen diese Projektion schlussendlich als ihre eigene Realität wahr, bis einer dieser Sklaven dann eben befreit wird und von der Höhle hinaus in das Licht gebracht wird und er kennt sich dann nicht mehr aus, ist geblendet, kann mit dieser Realität nicht umgehen, glaubt, er ist verrückt, gewöhnt sich aber schließlich daran, geht zurück und will seine Kollegen befreien, die sagen ihm aber, er ist verrückt, es gibt nur diese zweidimensionale Welt, es gibt kein 3D und sie bleiben zurück in dieser Welt. Wer den Text nicht kennt, die Hollywood-Fassung, die haben vielleicht einige gesehen, das ist Matrix, von den Wachowski-Brüdern verfilmt. Die haben im Endeffekt Platos Text aus der Republik genommen und etwas neuzeitlicher umgesetzt. Ja, Realität konstruieren, wie im Höhlengleichnis schon beschrieben. Wenn wir etwas ausgesetzt werden, nehmen wir das sehr schnell mal als wahr an. Also auch Paul Watzlawick sagte, wie wirklich ist die Wirklichkeit und alles wird konstruiert. Wie funktioniert das in der technologischen Sicht? Technologisch geht es einfach darum, dass wir Informationen auf unsere Sinne projizieren. Früher war das Schattentheater oder ein Phantasmagoria. Heutzutage sind es eben 3D-Fernseher oder eben Virtual Reality Brillen oder Augmented Reality Brillen, auf die ich dann später zu sprechen kommen werde. Wenn es um Realität geht, kann man die natürlich auch immer manipulieren. Das hat man im Wahlkampf gesehen. Das wird immer mehr zum Thema. Wir leben in einer digitalen Welt und digitale Information kann einfach sehr schnell geändert werden und auch so oft kopiert werden, dass sie irgendwann wahr erscheint, weil sie jeder weiter kopiert. Ja? Das ist ein sehr, sehr interessantes Projekt von einem sehr guten, interessanten Künstler aus Berlin. Julius von Bismarck hat dafür auch die Ars Electronica Nika erhalten. 2007. Er hat diesen etwas eigenwilligen Fotoapparat gebaut und rechts sehen wir Obama und weiß wer, was auf dem Bild von Obama nicht dort sein sollte? Genau, das Kreuz. In Amerika ist es so, dass natürlich Kirche und Staat sehr getrennt sind. Es wäre jetzt eher ungewöhnlich, wenn sich ein Präsident dermaßen dazu bekennt bei einer Rede. Die Frage ist nun, wie ist dieses Kreuz dorthin gekommen, weil es war abgedruckt in 20 verschiedenen Zeitungen die Idee, die Herr Julius von Bismarck hatte, war, er baut einen Fotoapparat so um, dass er das Prinzip umdreht, das heißt, dieser Fotoapparat ist kein Fotoapparat mehr, sondern ein Projektor und er hat ein Negativ von diesem Kreuz in diesen Projektor reingeschoben, also ein Dia. Und was man da oben sieht, das ist ein Blitzsensor. Das heißt, wenn alle Fotografen ein Foto blitzen vom Herrn Obama, nimmt dieser Sensor das wahr, den Lichtimpuls, und löst die Blende an diesem Projektor aus. Das heißt, nachdem das Licht so schnell ist, ja, geht sich das dann auch aus, wenn die Information dort angekommen ist, macht die Blende auf, schießt den Blitz dort bei diesem Projektor raus, belichtet sozusagen das Kreuz. Und in allen anderen Blenden von den anderen Fotografieapparaten ist nachher dieses Kreuz drinnen. Keiner weiß, wie es dort hingekommen ist, keiner hinterfragt es, jeder druckt es aber ab natürlich. Ja. Könnte natürlich auch ganz etwas anderes sein. Ja. Und er hat in dem Zusammenhang auch viele verschiedene Projekte gemacht. Bei Realität geht es auch darum, andere Realitäten zu erfahren. Ich glaube, das ist auch das Interessante im Bildungskontext. Hier vielleicht zwei ungewöhnlichere Beispiele, links auch der Herr Julius von Bismarck. Da sieht man sich mit einem Heliumballon, mit einer Kamera, die von oben nach unten schaut. Also man sieht sich in der Gottesperspektive, wenn man so will. Man hat zwei Monitore vor den Augen, also in diesem eigenwilligen Helm und man sieht sich dann von oben. Ist natürlich ganz ungewöhnliches Navigationsgefühl. Das Ganze wurde auch mit einer Fußballmannschaft, also zwei Fußballmannschaften probiert, die gegeneinander spielen. Kann man sich das Video auch anschauen. Da spielen die auch ganz anders, also noch schlechter als unsere österreichische Mannschaft, würde ich behaupten. Und im rechten Bild ist es noch etwas krasser, weil das sieht die linke Dame das, was die rechte sieht und umgekehrt. Das ist natürlich ein ganz anderes Raumempfinden und auch eine ganz andere Navigation, die aber auch Team Spirit erfordert
um überhaupt in dieser Welt voranzukommen und nicht zu scheitern. Teamwork ist nämlich auch etwas sehr Interessantes, da sind wir noch ganz an den Anfängen, aber da ist sicherlich ein großes Potenzial für Virtual und Augmented Reality in Zukunft. Ganz kurz nur, Realität muss man klassifizieren auch. Das wurde sehr früh auch gemacht in der Technologie. Es wurde eingeteilt, das ist immer ganz gut, weil dann kann man mit Studenten oder Schülern drüber reden. Und ich würde das jetzt einfach nur vorwegnehmen, falls dann andere auch noch, ich habe gesehen, im Anschluss sind ja auch noch viele Talks zu dem Thema. Es gibt das Virtuality Continuum von Milgram und Cascino. Und es geht darum, es gibt die Realität, es gibt Augmented Virtuality und Augmented Reality und dann gibt es Virtual Reality. Und die Unterschiede, die sieht man an dem Bild hier vielleicht ganz gut. Wir haben die echte Welt. Augmented Reality ist etwas zu erweitern, anzureichern, zu ergänzen. Das heißt, wir können digitale Inhalte einfügen in die Realität, um etwas zu beschreiben. Also ich sehe irgendwo einen Vogel und ich könnte dann einfach einen Rahmen drumherum zeichnen, den nur ich in meiner Brille sehe und daneben steht nachher, was für ein Vogel das ist. Ja? Wenn ich jetzt ein Ontologe wäre, dann wäre das vielleicht hilfreich für mich. Augmented Virtuality ist dann, dass in die virtuelle Welt echte Daten und Gegenstände eingebracht werden, das heißt echte Bewegungen, echte Sensorwerte beziehungsweise wirkliche Gegenstände. Und dann gibt es die rein konstruierte Welt natürlich, wo nichts mehr physisch ist. Aber für mich geht dieses Kontinuum noch ein bisschen weiter. Also ich weiß jetzt nicht leider, welcher Philosoph es war, aber ich bin selbst auch mal auf diese Idee gekommen, wenn man eine virtuelle Realität hat und die ist perfekt genug, dann müsste es ja möglich sein, in dieser virtuellen Realität, nachdem sie ja perfekt ist, wieder eine virtuelle Realität zu bauen. Also kann man es auch als Möbiusschleife sehen, das Ganze. Das heißt, die Idee ist auch nicht neu. Die Idee hat auch Descartes und andere schon gehabt oder auch im, dass einfach wir unter Umständen sogar in einer, also sogar Computersimulation leben. Also wir könnten es zumindest das Gegenteil nur sehr schwer beweisen. Für mich hat das Ganze angefangen, mich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen beim Ars Electronica Center in der Forschung. Eines meiner ersten Projekte dort war für den Konzern Siemens, uns ein neues Autonavigationssystem zu überlegen. Und die Idee war, das mit Augmented Reality zu lösen. Unser Konzept war, dass man sich ein virtuelles Taxi zum Beispiel hier abstrakt vorfahren lassen kann. Und da sieht man auch das Potenzial dieser Technologie, es ist sehr intuitiv, also ich fahre etwas hinterher, das Ding fängt zum Blinken an und ich sehe es in der wirklichen Welt verortet. Das bedeutet, ich könnte das dann unter Umständen sogar in meinen Bildschirm projizieren und ich sehe es dann sozusagen in der echten Welt fahren, das ist also wie wenn ich ein echtes Auto hinterherfahren würde, nur dass es eben hier sehr abstrakt dargestellt wäre. Es würde nichts dagegen sprechen, hier ein richtiges Auto einzublenden, aber aufgrund des User Interface Designs ist es sinnvoller, das so zu machen. Unser Plan, das so zu lösen, war, dass herkömmliche Navigationssysteme einfach das Problem haben, dass die Audioansage in 300 Metern rechts abbiegen immer sehr schwer einzuschätzen ist, besonders jetzt bei Stop-and-Go-Verkehr und statistisch gesehen immer eine vorher oder eine nachher abgebogen wird, also in sehr häufiger Wahrscheinlichkeit. Und natürlich, wenn man jetzt einfach kurz auf seinen Button klicken kann am Lenkrad und man sieht es eingeblendet und vor einem biegt dieses virtuelle Auto ab, dann ist ja auch für mich klar, dass ich dort abbiegen muss. Ja. Vom Konzept her sicherlich sehr spannend. Sie sehen, das wurde 2001 begonnen, das Projekt. 2001 war das GPS noch nicht so genau, wie es mittlerweile ist, beziehungsweise auch das jetzige GPS würde für eine wirkliche kommerzielle Umsetzung nur bedingt reichen. Also diese Straße, man kann sich das vorstellen, wenn die einfach mal um 5 Meter auf der Seite ist, dann ist natürlich alles um 5 Meter auf der Seite. Ja. Irgendwann einmal werden wir diese Genauigkeit haben. Damals war das mehr ein Proof of Concept, aber es hat natürlich das Potenzial dieser Technologie gezeigt und vorweggenommen. Was mich dann weiterhin sehr interessiert hat, nachdem ich nach 6 Jahren die Ars Electronica verlassen habe, habe ich eine Zeit lang selbstständig gearbeitet als Künstler und da habe ich es immer sehr spannend gefunden, mit alten, hergebrachten kulturellen
Kulturgut zu arbeiten, um das jungen Menschen näher zu bringen, also den sogenannten Digital Natives heutzutage, weil die mit gewissen Kulturgut nur schwer einen Zugang finden. Das war zum Beispiel ein Klavierkonzert, das 3D-stereoskopisch bebildert wurde, also in Echtzeit. Die Grafiken sind dann sozusagen auf die Leute zugekommen, also wie man das in einem 3D-Kino kennt, vor der Nase herumgetanzt zur Musik von Chopin, von Beethoven etc. Und das haben wir eben mit Schulklassen gemacht, die normalerweise, glaube ich, eher schwer den Zugang zu dieser Art von Musik finden. Aber durch diesen durch diese zusätzliche Ebene hat es eben sehr gut funktioniert. Es erklärt auch die Musik, es schafft einen neuen Zugang, es macht neugierig, und genau das ist diese Art von Magie, die jemanden zumindest eine Art von Motivation geben kann oder auch eine zusätzliche Ebene des Verständnisses. Also all diese Würfel sind dann wirklich so, dass sie aus der Projektion herausfliegen und auf einen zu. Ja. Und das ist kein vorgefertigtes Video, sondern es wird halt wirklich von mir und einem Kollegen damals live zur Musik gezeichnet. Also wir performen sozusagen interaktiv mit dem Klavierkünstler, mit dem Solisten. Da haben wir verschiedenste Stücke eben gemacht. Und das war ein ziemlicher Erfolg, und die Schüler hatten einfach, glaube ich, wirklich Spaß, das anzuschauen. Also so viel Spaß, dass natürlich die auch angefangen haben, hey, siehst du das, weil es natürlich eine ungewöhnliche Erfahrung war. Also unser Solist, unser Klaviersolist, der sich ja bei den Stücken schon auch sehr konzentrieren muss, hatte seine liebe Not. Aber insgesamt, glaube ich, war es eine sehr positive Sache. Bei Linz 09 haben wir das Ganze irgendwie weiter auf die Spitze getrieben, und da war die Idee, Kafka, der Prozess, als 3D-Theater eben auch für Digital Natives aufzubereiten. Und das heißt, einen Stoff zu nehmen, der eigentlich nicht nur bedingt dramafähig ist, und mit unseren Mitteln zeitgemäß umzusetzen. Die Idee war, dass wir einfach zwei Kameras haben, also den Schauspieler stereoskopisch aufnehmen, aus einer linken und aus einer rechten Perspektive, so wie wir das auch aus unseren Augen gewohnt sind, und dann wieder mit zwei Projektoren abspielen. Und man sieht das hier schon, die Zuschauer haben dann polarisierte Brillen auf, das heißt, die sehen das wieder, dass nur die linke Information zum linken Auge kommt und die rechte Information zum rechten Auge. Das bedeutet, die sehen das dann wieder dreidimensional. Und man kann dann so schöne Sachen machen. Also am Anfang kommt bei unserem Stück der Schauspieler auf die Bühne, sagt einen Satz, macht eine Pause, sagt wieder einen Satz, macht eine Pause. Das ergibt alles hintereinander wenig Sinn. Das Publikum wird ungeduldig. Doch dann kommt auf einmal das Hologramm neben ihm, das eben aufgenommen wurde, und in den Pausen antwortet er sich dann selbst. Ja. Und dann kommt erst die ganze Message sozusagen rüber, und man kann natürlich mit Raum und Zeit spielen. Man kann einfach wieder etwas rückwärts spielen, man kann einfach Sachen klonen. Auf einmal steht er sechsmal da, siebenmal da, achtmal da, redet mit sich selbst, und das Ganze wird immer verworrener, so wie das Stück eben auch selber war. Ein Jahr später wurde Kafka auch in Wien inszeniert. Die haben halt andere budgetäre Mittel, die haben dann wirklich eine sehr ähnliche Interpretation gewählt. Und die haben dann einfach 20 Kafkas-Schauspieler gehabt, die alle gleich ausgeschaut haben, mit gleichem Haarschnitt und gleichem Anzug. Das war für unsere Budgets damals leider nicht möglich. Aber ich glaube, es war ein sehr interessanter Versuch und eine sehr interessante Erfahrung, und das Ganze wurde bei Linz 09 gezeigt. Und was mir darum geht, ist eben, dass man, glaube ich, man kann die Welt nicht ändern, wie sie so ist. Schüler und Schülerinnen lesen weniger, aber ich glaube, man muss ihnen das auch irgendwie spannend machen. Diese Stoffe einfach auch zumal zeigen, okay, das ist jetzt nicht nur langweilig, das kann man genauso auch in dieser Zeit sehen. Und ich glaube, irgendwann, wenn sie dann motiviert sind, dann kommt auch wieder dieser Rückschluss, ah ja, da kann ich ja noch mehr lesen. Und wenn man dann mal draufkommt, also bei mir war das selber so, dann hört man eigentlich nicht mehr auf damit. Zur Technologie von Augmented Reality, das kurz zumindest erkläre,
Was wir meistens kennen oder auch in der Schule teilweise schon verwenden, ist eben Handheld Augmented Reality. Das heißt, unsere Smartphones sind mit sehr viel Technologie ausgestattet, mittlerweile mit sehr guter Technologie. Ist im Endeffekt ein viel besserer Computer, als wir den vor 3 Jahren zu Hause stehen hatten. Da ist eine sehr starke Kamera drinnen. Und was man dann machen kann, ist einfach in den realen Kamera-View digitale Inhalte zu platzieren. Und ich kann dadurch zum Beispiel, wie in unserem Beispiel, an was wir arbeiten, Schilder belebbar machen, wo kleine Monster herumhüpfen und zusätzlich zu diesem Schild etwas erklären. Problematik dabei ist natürlich, ich muss das immer in der Hand halten, ich muss immer so durchschauen. Das ist nicht nur angenehm. Deswegen wird natürlich seit langem an Brillen geforscht, Google Glass etc. Hier gibt es Optical See-Through und Video See-Through. Das heißt, entweder sehe ich durch die Brille wirklich ganz normal durch und es wird auf die Brillengläser oder auf die Retina projiziert. Oder es sind wirklich 2 Monitore vor meinen Augen. Das ist ein abgeschlossenes System und eine Kamera schaut nach draußen, beziehungsweise 2 Kameras schauen nach draußen und das wird an die Monitore durchgeschleust. Das heißt, ich sehe dann über eine Linse das, was die Kameras sehen, also die Kameras ersetzen meine Augen und zusätzlich kann ich natürlich dann digitale Inhalte einpflegen. Das Ganze geht weiter und wer wissen will, wo das Ganze hingeht, dem empfehle ich Rainbow's End, mittlerweile, glaube ich, sicherlich ein Klassiker, ein Science-Fiction-Buch und sicherlich eines der ersten Bücher, die die Art einer Kontaktlinse vorweggenommen hat, die transparent ist, die auf der einen Seite Kamerazellen hat und auf der anderen Seite Displayzellen. Das bedeutet, ich kann in mein See-Through digitale Inhalte einpflegen und gleichzeitig sind meine Augen aber auch eine 3D-Kamera. Ja. Was das für den Unterricht bedeuten würde, kann man sich schnell vorstellen, weil wir ja auch in einer vernetzten Welt leben. Und da sind auch sehr schöne Szenarien, weil es geht auch um ein kleines Mädchen in dem Buch. Und das ist da auch ganz gut erklärt, wie die im Unterricht dann arbeiten oder was sie nicht tun dürfen. Und man kann dann so Sachen machen, wie dass ich mich einfach in einen View von jemand anderen hineinschalte und den an meine Augen übertrage. Das heißt, ein Freund von mir ist gerade in New York, sieht gerade ein tolles Auto oder was auch immer und sagt, das muss ich mir anschauen. Ich bestätige die Anfrage und bin dann dort de facto, ja, und sehe dieses Auto und er schaut für mich herum, ja, und ist meine Kamera. Und es ist so, als wie wenn ich dort wäre, weil ich das alles dreidimensional sehe, natürlich in der gleichen Auflösung, in der er das sieht. Man kann alles aufzeichnen, also Schüler können dann einfach kurz in den View von jemand anderem schalten und einfach das kurz abschreiben, was sie da auf dem anderen Blatt Papier sehen. Viele, viele Möglichkeiten, auch unheimliche Möglichkeiten. Ich glaube, das muss einem auch bewusst sein. Die Fragestellung, wollen wir diese Welt überhaupt oder wie gehen wir mit dieser Welt dann um? Dass die Entwicklung sehr schnell voranschreitet, das zeigt, dass dieses Buch noch nicht so alt ist, also, und dass mittlerweile das Ganze wirklich gemacht wird. Natürlich noch mit sehr geringer Auflösung, das ist auch schon wieder ein sehr altes Bild, sicherlich 4, 5 Jahre alt von der University of Washington. Da hat man gerade mal geschafft, irgendwie 5x5 Pixel anzuzeigen, also das ist 1029 mal 1080 ist zum Beispiel HD, also davon sind wir sicherlich noch weit entfernt. Und für ein Auge wirklich, dass es realistisch ist, braucht es eine 4K-Auflösung pro Auge. Aber es geht in diese Richtung. Und das Gute daran ist, dann ist mit Augmented Reality wirklich sehr, sehr viel möglich, weil ich wirklich alles dann einbetten kann in die Realität und ich habe meine Hände frei. Ich muss jetzt kein Device irgendwo hinhalten, sondern es ist einfach ein Teil von mir. Also wie Freud auch meinte, der Prothesengott, wir erweitern uns ständig und unsere Fähigkeiten. In der Steinzeit waren es eben irgendwelche Keulen und jetzt probieren wir uns irgendwelche Kontaktlinsen zu verpassen. Ich bin kein Kontaktlinsenträger, ich hätte da glaube ich immer noch etwas Angst, mir so etwas einzusetzen, aber wer weiß, vielleicht muss man das in 10 oder 20 Jahren tun, weil man sonst nicht mehr dazugehört.
Ein anderes Problem bei der Technologie ist Tracking. Das heißt, der Computer muss irgendwie feststellen, wo er Dinge im Raum verorten kann. Man hat sich die Welt relativ einfach gemacht, mathematisch gesehen. Einfach ist vielleicht untertrieben, aber doch bedingt einfach. Man hat einfach Bilder genommen, sogenannte Marker, die sind schwarz-weiß, an denen kann man die Kanten sehr gut erkennen. Und aus der Positionierung der Kanten kann ich Rückschlüsse auf die Rotationen mathematisch machen und auch aufgrund der Größe und wenn ich die Spezifikationen der Kamera weiß, kann ich auch ausrechnen, wie weit etwas weg ist. Ja. Und dadurch kann ich nachher wirklich realitätsgetreu im Maßstab und in der perspektivischen Verzerrung, wie das auch in der Wirklichkeit ist, also wenn etwas weit weg ist, dann wird es kleiner. Wenn ich etwas von nahe anschaue, dann sehe ich es groß. Kann ich hier 3D-Objekte und Animationen platzieren. Das heißt, wenn ich diesen Marker nehme und jetzt ich hätte diese Kontaktlinsen, meine Kontaktlinsen erkennen diesen Marker und ich sehe den sehr nah, dann sehe ich diese Figur sehr groß, als wie wenn ich eine Playmobil-Figur auch hätte. Und wenn ich es weiter weggebe oder ganz weit nach oben, dann sehe ich es halt nur immer noch sehr miniaturisiert. Das funktioniert sehr gut. Die Technik ist weiter vorangeschritten, man braucht nicht mehr diese hässlichen Schwarz-Weiß-Marker. Mittlerweile funktioniert das auch sehr gut mit fast jeder Art von Bild. Fast jede Art von Bild ist jetzt etwas übertrieben, weil zum Beispiel weißes Schneegestöber würde nicht sehr gut funktionieren. Der Computer braucht immer noch diese Kanteninformation. Also er braucht Dinge, an denen er sich orientieren kann. Wenn sehr viele ähnliche Schattierungen sind, also ein Nebelfeld oder eine Aufnahme von nur grauen Wolken, wird er sich sehr, sehr schwer tun, das zu analysieren. Aber ein Bild vom Text, ein Buch zum Beispiel, ein Schulbuch, wäre ohne weiteres als Marker verwendbar. Aber da ist man nicht stehen geblieben. Man kann mittlerweile eben auch Objekte erkennen und man weiß auch, wo sie sind und die um digitale Informationen anreichern. Mittlerweile genauso möglich. Und auch hier ist man nicht stehen geblieben. Was immer interessanter wird, ist natürlich die Umgebung wahrzunehmen und diese zu integrieren in diese Augmented Reality Erfahrung. Das heißt, die Kamera und der Computer müssen erkennen, was steht hier alles, dass nachher, wenn hier zum Beispiel ein Männchen laufen würde, dass das weiß, okay, hier ist ein physikalisches Modell, das heißt, hier kann ich raufkraxeln, ja? Hier ist der Boden, weil ich muss das ja irgendwo hinsetzen, ja? Das könnte einfach sonst in der Luft schweben, dann schaut es nicht mehr realistisch aus. Ja? Schattenwürfe, also für einen Schattenwurf muss ich auch wissen, wo ist der Boden, wo sind die anderen Objekte. Occlusion, also die Verdeckungsproblematik, wenn ein virtueller Charakter hinter dieser realen Dose ist, dann ist er halt nur teilweise sichtbar. Wenn er davor ist, ist er ganz sichtbar. Dazu muss ich aber alles wissen hier. Wenn ich das nicht weiß, dann bricht diese Illusion sehr leicht. Pokémon Go ist ein gutes Beispiel. Das verwendet das alles nicht, weil es technisch so in diesem Massenmarkt auch noch nicht möglich ist. Das heißt, die platzieren den einfach ungefähr am Boden. Ja. Dadurch kann es aber natürlich passieren, dass hier diese Illusion bricht. Ist den meisten Leuten nicht aufgefallen, war ein großer Hit, funktioniert gut genug. Aber in Zukunft sind solche Entwicklungen natürlich spannend. Minecraft von Microsoft mit der HoloLens zum Beispiel, die das auch sehen, dass man dann in seinem kompletten Wohnzimmer einfach Lego baut, aber virtuell schlussendlich. Mixed Reality oder Augmented Reality, das verkauft sich natürlich, also es funktioniert, weil es so intuitiv ist. Das heißt, ich habe hier einen Marker, den kann ich mir um meine Hand geben und kann dann innerhalb kürzester Zeit das ganze Uhrensortiment ausprobieren. Also es kann jeder ausprobieren zu Hause, auch die es gibt es noch immer, wer eine Webcam am Computer hat, der druckt sich einfach diesen Marker aus, gibt es um seine Hand, zeigt es in die Kamera und man sieht live die Uhr. Und in der richtigen Perspektive, ich sehe sofort, ist die zu klobig oder eben nicht, passt die zu mir. Und ich kann das innerhalb, das ganze Sortiment innerhalb von einer Minute durchklicken. Ja. Das geht auch mit Sonnenbrillen. Wer schon mal am Flughafen oder irgendwo war und Sonnenbrillen probieren wollte, weiß, wie nervig das ist. Man muss die Dame bitten, die sagt nachher immer, die steht Ihnen total toll. Man weiß aber, das stimmt nicht. Ja.
Hier kann man das einfach selbst in die Hand nehmen. Gesichtserkennung, auch mittlerweile sehr gut gelöst, auch wegen unserem Heimatschutz in Amerika sind viele Forscher einfach da sehr weit gekommen. Also das funktioniert mittlerweile perfekt, Gesichter zu erkennen. Perfekt. Man kann diese Systeme immer noch austricksen, aber man kennt sehr gut die Orientierung des Gesichtes und man kann dadurch einfach auch perfekt Sonnenbrillen positionieren und diese ins Bild integrieren und es ist ein Magic Mirror, nennt man das Ganze. Das geht für Möbel, für Schuhe, für Kleidung. So wird in Zukunft auch Online-Verkäufe gemacht werden, weil ich einfach auch schon weiß, wie das Ganze ausschaut. Aber jetzt kommen wir vielleicht, wie das Ganze beim Lernen ausschaut oder ausschauen könnte. Das Ganze ist auch nicht so neu. Winky Dink and You war so das erste mit Mixed Reality, was so mit Bildung und Augmented Reality, wenn man so will, zu tun hatte. Winky Dink and You, das war eine Fernsehserie im BBC, wo es um Lerninhalte gegangen ist. Und die Idee war, dieses Männchen, der Winky Dink, der ist über den Fernsehbildschirm gesprungen und Moderator hat Dinge erklärt, beziehungsweise hat mit seinem Finger Dinge gezeichnet. Und die Idee war, dass die ein eigenes Stiftset dazu verkauft haben und Folien, die man auf dem Fernseher draufklebt. Und die Kinder konnten dann dem Finger folgen und das zeichnen, was der Moderator gerade zeichnet. Die schlimmen Kinder haben vielleicht einen Permanentmarker genommen, nicht zur Freude ihrer Eltern. Aber es sind dann Bilder entstanden, die eben gezeigt haben, wie ein Windrad funktioniert oder eine Brücke für Winky Dink, wo der dann drüber springen konnte. Und die Kinder, die diese Folien nicht hatten, hatten halt nur die halbe Erfahrung. Die BBC war da immer auch sehr fortschrittlich. 2004 haben die kleine Monster für Kinder, die sie selbst programmieren konnten und designen konnten, die sind dann in Augmented Reality gegeneinander angetreten. Lernen in Mixed Reality, das war so ein Beispiel, das ich immer sehr gern meinen Studenten damals gezeigt habe. Das Video ist auch sehr alt schon, das muss ich jetzt auch gar nicht zeigen. Das heißt, man sieht die Realität und diese Blöcke fallen runter. Das ist wie in einem Computerspiel und ich muss einfach nur dorthin drücken und dadurch entsteht dann die Musik. So einfach sollte es sein. Natürlich nur etwas nachzumachen ist kein richtiges Lernen oder nur bedingtes Lernen. Also etwas zu verstehen bedarf auch oft schon auch mehr, aber ich glaube eben, es kann so dieser erste Sprung sein, sich mit etwas zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und ich glaube, man darf die Technologie nicht überbewerten. Also ich glaube nicht, dass Augmented Reality ein Heilmittel in der Bildung sein wird. Keiner von ihren Jobs wird abgeschafft, da bin ich mir ganz sicher. Aber es kann vielleicht ein Tool sein, um ein bisschen neuen Wind reinzubringen, um die Leute zu begeistern. Und ich glaube, man soll es auch nicht dauernd verwenden, sondern einfach nur gelegentlich, um einen Impuls zu setzen. Was wir gemacht haben, war, der OERF ist auf uns zugekommen, die haben einen Garten der Nachhaltigkeit gebaut. Da haben sie Schilder einfach hingestellt, das ist ein Heckenlabyrinth und die Idee war, dass da Fragen stehen, dann kann man links oder rechts gehen und man findet den Ausgang oder nicht. Das war gedacht für eben Schüler, die über Nachhaltigkeit dort informiert werden sollen. Das Experiment ist ein bisschen in die Hose gegangen, glaube ich. Die Schüler sind dann alle mit ihren Handys da gestanden oder die waren jetzt von dem Heckenlabyrinth nur bedingt fasziniert. Das heißt, der OERF ist dann zu uns gekommen, wir uns vorstellen können, jetzt haben sie das Geld schon dort investiert, was man daraus machen kann, um dieses Projekt jetzt den Schülern auch näher zu bringen. Und wir haben dann mit Augmented Reality diese Schilder einfach gesagt, okay, dann lasst uns auf diesen Schildern Spiele machen. Gebt ihnen Tablets in die Hand oder ein Handy, schickt die durch dieses Labyrinth und lasst die dort etwas spielen und so etwas über Nachhaltigkeit zu lernen. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen des Öko-Gotchis, also ein Tamagotchi für Nachhaltigkeit, ein spielerisches Tool, ein kleiner Gefährte, der in Augmented Reality auf diesen Schildern herumhüpft. Und mit dem man dann gewisse Spiele und Challenges und Quizzes lösen muss, für den man gewisse Entscheidungen treffen muss, kaufe ich dem ein neues Handy oder nicht, kriegt er nur ein gebrauchtes Handy. Also ich muss schauen, dass ich einerseits dem sein Leben manage ein bisschen und er ist dann entweder glücklich oder unglücklich. Andererseits muss ich aber auch schauen, dass der Umwelt gut geht. Ja? So ist ja auch in allen unser Leben. Eine Entscheidung, die ich treffe privat, hat natürlich komplexe Auswirkungen und manchmal sind mir diese Auswirkungen gar nicht bewusst und das ist leider oftmals so, wenn es um Nachhaltigkeit geht.
Das hat sehr gut funktioniert. Hier sieht man diesen Charakter, der dann eben happy oder eben nicht so happy sein kann. Mittlerweile haben wir, nachdem das in diesem Garten sehr gut funktioniert hat, in die Schulklassen gebracht. Das heißt, wir haben eine Arbeitsmappe entwickelt, also da sind wir noch am Anfang, aber wir haben jetzt mal den Prototypen einer Arbeitsmappe selbst zusammengestellt. Also wir sind jetzt keine Didakten, aber wir haben das Thema aufbearbeitet. Das heißt, die haben Dinge zu lesen, die haben Bilder und gleichzeitig dienen die Seiten als Marker. Das heißt, mit den Tablets kann unser Programm das erkennen und kann das Öko-Gocci dorthin zeichnen. Man sieht das hier ein bisschen oder auch hier. Der erscheint dann in 3D, der springt herum, der sagt, ihm geht's gut oder ihm geht's nicht so gut. Und dazwischen sind eben verschiedene Quizzes zu lösen, beziehungsweise Entscheidungen für dieses Öko-Gocci. Und man sieht nachher hier die verschiedenen Sachen, die man in Balance halten muss, also wie gut es ihm geht und was man gelernt hat. Wir suchen immer noch Partner, also vielleicht, wenn jemand Interesse hat, kann dann gerne auf mich zukommen. Wir wollen das weiter halt in den Schulen bringen und daran arbeiten. Das ist so ein bisschen unser Herzensprojekt in der Firma. Das ist natürlich nicht das Einzige, woran wir arbeiten, aber das ist das, woran wir wirklich gerne arbeiten. Die größere Vision wäre dann noch gewesen, das Ganze wirklich als Nachhaltigkeitscoach, als App zu bringen. Das heißt, ein Lifestyle-Tutor, der mir sagt, okay, wenn ich das jetzt kaufe, ist das gut oder nicht gut und dazu bekomme ich dann Punkte. Also ein gamifiziertes Leben für Nachhaltigkeit, wie man das auch aus dem Sport kennt mit Runtastic etc., aber eben für Nachhaltigkeit. Was sind jetzt so die Herausforderungen, wenn es um Augmented Reality geht? Was natürlich immer die Herausforderung ist, ist überhaupt mal guten Content zu haben. Einfach nur es erscheint hier etwas, das ist toll, wenn man das einmal sieht. Ja? Beim zweiten Mal ist es schon nicht mehr so toll. Deswegen hat auch Pokémon sehr gut funktioniert, eine Zeit lang, aber genau halt wahrscheinlich 3 Wochen. Ja? Mittlerweile sieht man nicht mehr sehr viele Leute herumwandern und Pokémon-Eier einsammeln und diese Pokémon-Monster. Der Trend war sehr schnell wieder abgefrühstückt. Und das liegt eben daran, dass sich die Spieldesigner hier nur bedingt viel überlegt haben, beziehungsweise nicht schnell genug nachgeliefert haben. Und wir leben in einer sehr schnellen Zeit und das Problem natürlich auch bei Schülern ist, die sind einen sehr hohen Qualitätsstandard gewohnt von Computerspielen. Wenn man jetzt im Bildungsbereich mit Budgets, mit diesen Art von Technologien arbeitet, muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen, um sehr gute Erfahrungen und Content zu produzieren. Ansonsten hat man halt immer das Problem, dass man mit dem verglichen wird, was eine Multimillion-Dollar-Industrie der Spieleindustrie macht. Ja? Und da ist natürlich dann schnell mal, boah, das schaut nicht so toll aus oder sonst irgendwas. Also das kann man sich dann schnell mal anhören. Aber ich glaube schon, dass Dinge möglich sind. Anderes großes Problem ist immer noch, man muss diese Geräte in die Hand nehmen. Einerseits ist es natürlich toll, weil diese Geräte sind zugänglich, sie sind leistbar. Viele der Kinder haben die auch, dürfen sie in der Schule vielleicht nicht verwenden, aber sie haben es zumindest. Und man kann sich die App runterladen und das Ganze funktioniert schon. Also für einen Einstieg ist es super. Nur um jetzt, also schwere Tablets nach einer Zeit ist es auch wirklich anstrengend, die zu halten. Also das glaubt man gar nicht. Und ein anderes Problem ist natürlich, ich habe nicht beide Hände frei. Wenn ich jetzt auch noch was klicken muss, dann wird es schon schwierig, weil dann habe ich das nur mehr noch in einer Hand und dann verbiegt sich das. Und wenn ich dann noch komplexere Eingaben machen muss, die womöglich mit beiden Händen zu vollführen sind, dann wird es ganz schwierig. Und vor allen Dingen muss ich immer den Fokus halten, um in dieser dreidimensionalen Welt auch alles zu sehen, um weit genug weg von diesem Marker zu sein oder eben nah genug. Eine andere große Herausforderung für die Zukunft wird, wie wir gemeinsam eben lernen können, beziehungsweise mit dieser Technologie umgehen. Das gilt sowohl für Augmented als auch Virtual Reality. Und das war ein Konzept, das Studenten von mir mal gemacht haben in einem Konzeptionierungskurs. Da war die Idee, dass die eine Skibrille machen, wo zusätzliche Augmented Reality Inhalte eingeblendet werden und sie haben dann einfach gesagt, ja, da machen wir ein Computerspiel draus. Ja. Und man muss diese Schwammeln aufsammeln und diese Gewitterwolken, da muss man ausweichen. Und natürlich ist das Problem, wenn man in dieser Spielerfahrung drinnen ist und das auch noch echt ausschaut, dann vergisst man den Rest drumherum. Ja. Also wenn ich von einem
von einem Dinosaurier verfolgt werde, der in Augmented Reality auf einmal vor mir auftaucht und ich springe auf die Seite und bin auf der Straße und es fährt ein Auto über mich drüber, dann war es das eben. Ja. Und irgendwann werden wir aber in dieser Welt sein, weil die Grafikleistung, das dauert nur immer noch 4 Jahre vielleicht, wo wir bei Fotorealismus dann schlussendlich in Virtual Reality angekommen sind und in Augmented Reality. Also da sind wir nicht mehr weit weg. Und was man sich halt gut überlegen muss, ist, wie man das Ganze aufbereitet. Also ich glaube, es ist schwer, mit der Spieleindustrie mitzuhalten, aber ich glaube, man kann trotzdem sehr charmant arbeiten, wenn man sich die Sachen gut überlegt, wie man den Content aufbereitet. Wie man das Tracking von seinem eigenen Körper abnimmt, das ist auch sicherlich noch ein Problem, an dem zurzeit geforscht wird. Da kommt man auch immer weiter. Mit Händen ist man natürlich schon sehr weit. Das funktioniert auch prinzipiell gut genug. Also die HoloLens habe ich aufgehabt. Da kann man dann mit Fingergesten interagieren. Das weiß, wo ich hinzeige. Das ist wie ein Mausklick im Endeffekt. Funktioniert gut genug zurzeit. Die Erfahrung insgesamt von der HoloLens für das, was das Gerät kostet, ist zurzeit vielleicht noch ein bisschen eingeschränkt vom Sichtfeld. Das haben Sie vielleicht schon gehört auch. Vielleicht gibt es auch hier etwas zum Ausprobieren, das weiß ich nicht. Aber natürlich zeigt es schon, wo die Welt in Zukunft hingehen kann. Und natürlich das Abscannen der Realität ist ein großes Problem noch. Also ich muss wissen, wo alles steht, damit ich alles möglichst realistisch anzeigen kann. Schatten, dass ich weiß, wo ein Augmented Reality Männchen jetzt vielleicht nicht durchlaufen kann. Wo geht es in Zukunft dann noch hin? Out-of-Body Experiences, das ist jetzt was, das man vielleicht eher aus der Esoterik kennt, beziehungsweise von Leuten, die das wirklich mal gehabt haben oder sagen, dass sie es gehabt haben. Also das kann bei Nahtodeserfahrungen passieren oder auch im Schlaf. Das funktioniert aber auch wirklich, also das kann man auch ganz leicht mit Experimenten durchführen. Das kennt man vielleicht, dieses Experiment. Da hat man auf der rechten Seite eine Gummihand und auf der linken Seite eine normale Hand. Man schaut nur auf die Gummihand und die werden beide gestreichelt. Und mit einem Pinsel, also man hat das Gefühl, dass die Hand gestreichelt wird. Und es schaut so aus, als wenn man zwei Hände hat. Man schaut aber nur auf die unbelebte Hand, die auch gestreichelt wird. Und circa nach, das geht sehr schnell, nach 10 bis 15 Sekunden hat man das Gefühl, man kann diese Gummihand bewegen. Man hat das Gefühl, diese Gummihand gehört zum Körper. Es ist wirklich ein super simpler Trick, da ist gar nichts an diesem Versuchsaufbau, aber es funktioniert. Ich habe das selbst ausprobiert. Und dann, wenn der Experimentator sehr unfair ist, nimmt er einen Hammer und haut auf die Gummihand. Und was passiert ist, alle Leute erschrecken, wirklich jeder. Also Phantomschmerzen und solche Dinge, die sind real. Das ist jetzt ein nettes Experiment. Das Ganze kann man auch in Virtual Reality machen. Das heißt, man sieht sich von hinten von einer Kamera aufgenommen. Man sieht es dann einprojiziert in seine Virtual Reality Brille. Und dadurch, man wird praktisch wieder angestupst. Und man sieht dann vor sich selbst stehen, der angestupst wird. Beziehungsweise im zweiten Versuchsaufbau wird dann ein unbelebtes Mannequin angestupst. Und das Mannequin vor einem gezeigt und man hat nachher eben das Gefühl, dass man in diesem Körper vor sich steht. Also durch diese Leistung, dieses in unserem Hirn, also die Vermutung ist, dass der visuelle Kortex und der Kortex in unserem Hirn, der für Berührung zuständig ist, eine Fehlleistung produziert, die diesen Effekt dann zu Trage hat. Aber was das heißt ist, wenn ich mich auf einmal in einem virtuellen Körper fühle, der eigentlich vor mir steht, heißt es, dass das die Immersion noch um vieles, vieles steigern kann. Also weil ich glaube dann wirklich, dass ich an diesem Ort bin und in diesem Körper stecke. Der kann dann auch anders noch ausschauen oder fliegen oder sonst irgendwas. Und natürlich für Computerspiele und für Virtual Reality ergeben sich da nachher noch ganz andere Möglichkeiten. Wer in Zukunft vielleicht weniger oder mehr essen will, da ist Augmented Reality natürlich auch vielleicht hilfreich. Das war ein Paper, das auch statistisch nachgewiesen wurde. Der Versuchsaufbau hier war, dass Cookies einfach größer oder kleiner gemacht werden. Also die Hand bleibt gleich, die Cookies werden kleiner oder größer. Und wenn die Cookies kleiner waren, haben die Leute de facto mehr Cookies gegessen. Ja? Beziehungsweise wenn sie größer waren, hatten sie schneller ein Füllegefühl. Also vielleicht sollte Weight Watchers da investieren, scheint die Zukunft zu sein. Ja, und natürlich, der heilige Gral in der Technologie wäre dann schlussendlich wirklich in unser Hirn zu kommen und
unsere Hirnwellen direkt zu beeinflussen, weil dann brauchen wir nicht mehr unsere Sinne zu beeinflussen durch Projektion von Informationen, durch diese visuelle oder auditive. Und auch hieran wird geforscht, etwas obskur. Das sind Magnete eigentlich, die angesteuert werden können. Also das Hirn ist, glaube ich, im Uhrzeigersinn mit 60 Hertz getaktet. Was dieses Gerät macht, ist, es erzeugt einen Takt, der genau gegenläufig ist. Magnetfelder heben sich dann auf. Und das soll anscheinend, ich habe es leider selber nie probiert, kann zu Effekten auch von Out-of-Body-Experiences führen, beziehungsweise man hat das Gefühl, dass unter Umständen man Teil von etwas Größerem auch ist. Also irgendwas passiert da auf alle Fälle in unserem Hirn, was man sich auch noch nicht so ganz erklären kann. Aber natürlich ist das Ziel der Wissenschaft, irgendwann dorthin zu kommen, auch unsere Hirnwellen zu beeinflussen. Und trotzdem glaube ich, muss man keine Angst haben vor der Technologie. Schlussendlich haben es immer nur wir auch in der Hand. Und jede hinreichende fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden, hat der Arthur C. Clarke mal gesagt. Aber er hat auch in einem Buch die ultimative Maschine erfunden. Und die wurde dann auch mal wirklich nachgebaut von Claude Shannon und Marvin Minsky, zwei sehr bekannte Informatiker. Und das will ich Ihnen nicht vorhalten, was diese Maschine tut. Diese Maschine ist so clever, dass wenn sie eingeschalten wird, sie nicht arbeiten will, weil sie faul ist und sich einfach wieder ausschaltet. Und ich wünsche Ihnen noch eine sehr schöne Konferenz und viele spannende Vorträge. Danke.